Hallo bei Mixi TV. Heute geht's mal wieder um Wooden Coins, also die Holzcoins, wie den hier zum Beispiel. Ich habe mir schon oft Gedanken gemacht, wie ich die daheim am besten irgendwo an die Wand hänge, weil sie ja viel zu schön, um in die Schublade zu schmeißen. Und ein Klassiker sind so Bilderrahmen, wo man entweder Oberöffnung reinmacht, dass man sie reinschmeißen kann, oder ich mache sie jedes Mal hinten auf, mache die rein und war okay, aber so richtig schön habe ich es nie gefunden. Und jetzt habe ich ein Look gelesen von der Lady April und habe sie gefragt, ob ich das veröffentlichen darf, und sie hat gleich zugestimmt, vielen Dank. Was hat sie gemacht? Sie bohrt ein kleines Löchchen in der Nähe und klebt dann ein Magnet, zeige ich mal da, kleines Magnet hinter rein. Das sieht dann fertig so aus. Natürlich auf der Rückseite, die Vorderseite ist unbeschädigt. Und schon kann man es zum Beispiel an Pinntafel hinhängen oder an den Kühlschrank, wenn man dementsprechend einer hat. Oder man macht irgendwie ein buntes Metallblatt irgendwo hin. Kann tolle Idee verwirklichen und kann die überall hinhängen, wo es magnetisch ist. Hier in der Pinnwand habe ich sogar einen Vorteil. Ich könnte jetzt zum Beispiel draufschreiben, wo ich es her habe. Zum Beispiel Ulm 2014 oder so. Oder können dann Trennung machen. Man kann viele Ideen verwirklichen. Viele Möglichkeiten. Einfach durch die Magnete, die man hinter rein macht. Und das finde ich eine tolle Idee und werde jetzt demnächst meine Wohnung damit schmücken mit den schönen Holzcoins. Wenn ihr noch welche übrig habt, könnt ihr sie gerne ins Zimmer schicken. Ich freue mich immer. Ich habe auch vor, am Jahreswechsel wieder welche machen zu lassen in der Tschechei. Und meine dritte Auflage. Weil die anderen zwei Auflagen vielleicht noch ein, zwei Stücke da sind. Aber wenn wir große verschenken. Und ab 2016 gibt es dann wieder Mixi TV Coins. Also, weiterhin viel Spaß bei Mixi TV.